Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ihr seht, ich bin vor meinem neuen Bosch-Staubsauger. Und jetzt geht's ans Hardware-Video. Ich würde sagen, weil das Gerät ziemlich groß ist und so, fangen wir mit dem Gerät erstmal an, dass ich das Ding hier hoch auseinanderklappen kann. So. Ja, wie geht denn das auf? Und jetzt, ja, ist ein Griff. Clean, okay. Kann ich nicht. Ach so, hochziehen. Aha, okay. Ich bin nur ein Mann. Sorry, Leute. So, wie kriege ich das jetzt auf? Ah, hier. Okay, so. Dann können wir das hier rausnehmen. Also meine Mutter hat einen Dyson. Nee, einen Dirt Devil hat die. Die hat einen Dirt Devil, so einen roten mit 2000 Watt. Kann ich euch echt nur abraten von so einem Dreckteil. Definitiv. Aber hier, wenn ich mir den Staubbehälter hier angucke, der ist extrem groß. Ja, also wirklich groß. Hier ist der Filter, der ist auch schön groß. Und vor allen Dingen, im Gegensatz zum Dirt Devil, ist, wenn ihr da reinguckt, seht ihr da unten nur immer so ein Plasteteil. Das ist für den Filter, das hier darin kommt. Und den kann man den einfach so ausleeren. Fertig. Bei dem Dirt Devil, da ist hier in der Mitte noch so ein Plastischeiß. Da muss man teilweise mit den Pfoten noch rin und den Dreck, den Staub da rausholen, damit es vernünftig rausfällt, weil das Ding ist total kacke. So, aber der ist schon mal richtig geil. Oh, der hat hier so ja Sensoren, hat der hier. So eine, da. Mal gucken. Open. Okay, hier kann man nochmal open machen. Ah, das ist ja geil. Hier ist ein Filter drin. Das ist nicht der reine Filter. Das ist ein Filter über dem Filter. Also beim Dirt Devil zum Beispiel ist nur so ein Filter drin. Wesentlich kleiner. Die Lamellen sind enger zusammen. Fassen sich auch anders an. Ich bin echt megamäßig gespannt, wie der sich saugen wird. So, und auch relativ, also nicht nur relativ, der ist schnell. Ja. Auseinanderbaut. Zack, Filter, kann man Filter sauber machen. Der soll sich wohl auch selbst reinigen, hat Schatzi gesagt. Dann hört man das irgendwie klopfen. Was haben wir hier? Hier ist schwarz, ist Deko. Clear, hier haben wir noch einen Clear-Knopf. Wozu ist Clear? Ich glaube, das ist der erste Staubsauger, wo ich echt mal eine Bedienungsanleitung lesen werde. Ah, hier haben wir auch noch Goldnippel. Der erkennt denn wohl, ob der Staub... Entschuldigung. Ob der Staubsauger voll oder leer ist. Oder wie voll er ist. Also, da lasse ich mich jetzt mal ganz stark überraschen. Hier unten zieht er, hier zieht er Luft. Aber ich bin von diesem megamäßigen Staubbehälter hier. Warte mal, wie muss ich das Ding erstmal wieder zusammenbauen? Wie baue ich denn das zusammen wieder? So. Warte mal, nee, das kommt so. Warte mal. Ach so, das ist das, das kommt darin. So. So, dann kommt das. So. Oder? Nee, so. So kommt das. Nee, kommt nicht. Hm. So. Ah, hier, jetzt habe ich's. So. Ja, ist im ersten Augenblick ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber dann schnell zusammengebaut. Weil hier ist eine Aussparung für die Sensoren. Hier ist das Loch drin. So, und eingebaut ist er sowieso schnell, zack, rin, zu und fertig. Hier ist dann nochmal so ein, der rastet hier richtig schön ein. Man braucht hier keine, so, immer runtergedrückt und er ist fest drinne. Und wenn ich jetzt hier hochdrücke vom Henkel, dann wird der Mechanismus ausgelöst, dass er rin greift und jetzt ist er fest. So, ich bin, die Rollen gehen sehr leicht. Also er hat ein ordentliches Gewicht, das sage ich euch gleich.
Aber die Rollen funktionieren richtig geil. Einen schönen, fetten Tragegriff. Boah, für einen Mann ist das eigentlich machbar, den zu tragen. So, jetzt muss ich mal mich hier irgendwie auf meinen Tisch setzen, damit ich euch das weiter zeigen kann. Dann haben wir hier auf der Seite so einen kleinen Mechanismus, wo, ich werde euch das mal näher, oh, eine Kamera halten. Da kann man die Teleskopstange einrasten. Jetzt klingelt mein Handy. Warum klingelt mein Handy? Schatzi ruft an. So, dann haben wir hier so eine Stellschraube. Wartet mal kurz. So. Das war jetzt wichtig. Das ist für ein Produkt, was jetzt demnächst noch im Video kommen wird. Ist ein gebrauchtes Produkt. Habe ich für einen schmalen Taler geschossen. Aber da lasst ihr euch mal überraschen. Wir machen auch von Bosch. Das kann ich verraten. Aber wir machen jetzt hier weiter. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall... Ja, Mist. Das nervt mich gerade, dass das so ein bisschen weit weg ist. Ich werde mal gucken, ob ich das ein bisschen ranzoomen kann für euch. So. Sieht bestimmt ein bisschen verwackelt aus. So. Mal ein bisschen weg. Ja, nicht ran, weg. So. Da haben wir hier eine Schraube. Ach, werde ich mal so machen. Oh, macht sich vielleicht ein bisschen besser, dass ihr das so ein bisschen besser seht. So. Und hier haben wir die Sensorkontrollleuchte. Ah, cool. Oh, ist das geil. Das ist ein Spielzeug, wenn man... dann haben wir hier Minimum und Maximum. Ah, hier. Das ist der Anknopf und gleichzeitig der für Power. Also Schatzi hat gemeint, die hat auch vorher einen Dirt Devil gehabt. Die hat den von Gewohnheit aus auf Maximum gehabt. Aber dann konnte sie nicht mehr saugen, weil der Staubsauger sich fest am Boden gesaugt hatte und sie nicht mehr vorangekommen ist. Also werden wir erstmal beim Minimum anfangen. Und dann werde ich mir das mal hocharbeiten. Ich bin mal echt gespannt. So. Hier haben wir den Clean-Knopf. Dann haben wir hier noch einen Knopf. Was haben wir denn da Schönes drin? Da haben wir nochmal so eine kleine Bürste. Seht ihr die? Die ist da drin. Oh, für die Ritzen. Eine kleine Dülle. Ist ja auch geil. Cool untergebracht. So, und hier ist... Da muss ich das mal ein bisschen wegzoomen, dass ich das selber mal machen kann. Ich will hier nämlich nicht abbrechen. Hier haben wir so einen roten Knopf. Den machen wir einfach nach vorne. Und dann können wir hier das Sieb rausnehmen und reinigen oder durch ein neues Lamellensieb ersetzen, wenn es kaputt sein sollte. Alles, ich bin echt gerade sehr begeistert vom leichtgängigen. Also er ist schnell zusammengebaut. Habe ich zu früh versprochen? Ach so, jetzt, zack. Es sitzt bombenfest, alles ist leicht bedienbar. Ihr seht es ja, Knopf, zack, geht auf. Auch das Rad ist ziemlich leicht und man hat den Filter ziemlich gewechselt, leicht gewechselt. Ein Riesenfilter, das kann ich gar nicht oft genug betonen. So, hier vorne kommt dann der Schlauch hin. Beim neuen Modell, das ist ein bisschen kleiner. Da werde ich mal versuchen, dass ich da vielleicht ein Testmuster für euch bekomme, dass ich euch das neue Modell mal zeigen kann. Wofür der Schlitz hier ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dann kann man es irgendwie aufhängen oder so. Ich weiß es nicht. Hier oben ist auch nochmal zum Halten irgendwie so. Kleine Rollen, 4 Stück. Oh, das ist, da, also da haben sie sich was einfallen lassen. Hier unten an der Unterseite befindet sich Plaste. Dass er wirklich hochkant gerade steht, dass man den irgendwie in eine Ecke stellen kann. So, ich zeige euch das mal so. Zack, kann man den in eine Ecke stellen und der kugelt nicht weg, weil der hat hier, der hat ein ganz schönes Gewicht. Der hat hier unten nämlich, wenn ihr das seht, 2 Standbeine. Und dann steht er praktisch auf diesen schwarzen Dingern hier. Und wo ich mir gefragt habe, wofür die sind. Und auf dem steht der sehr fest und robust. So, dann werden wir den mal so hinstellen. Also ich bin echt sehr angetan. Und ich muss echt sagen, die über 200 Euro. Ja, über 200 Euro habe ich für den bezahlt. Ist es mittlerweile echt wert. Und ich habe ihn noch nicht mal benutzt. So, jetzt gucken wir aber erstmal. Jetzt machen wir den Schlauch rein. Weil der sieht ein bisschen kompliziert aus. Vom Rinn machen. Ah, okay. Hier ist das zum Feststellen. Hier ist das... Aha, okay.
Wir haben nämlich hier so eine kleine Einkerbung und da geht darin auch. Also ich bin echt schwer begeistert. Der geht auch, der Schlauch geht total leicht raus. Oh, so. Also da bin ich echt dankbar für die Empfehlung, um mir das Teil zu holen, weil ich sowieso einen neuen brauchte, wie gesagt. So, jetzt nehmen wir noch die Teleskopstange. Und der geht extrem leicht alles. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, nach unten drücken, hochziehen. Ist ja geil. Sehr fest. Und einfach nur mit zwei Fingern kann man das nach unten ziehen und hoch. Zack, und fest ist es. Ist ja geil. Das ist echt geil. So, ich glaube, nee, hier kommt es nicht ran. Ich glaube, das kommt dann hier ran. Oder? Ja. Ah, hier ist ja eine Einkerbung. So, das muss ich euch mal irgendwie versuchen zu zeigen, dass ich euch keinen Müll erzähle. So, dafür muss ich den erstmal nochmal ein Stück tiefer machen. So, seht ihr diese kleine Einkerbung? Hier oben am Schlauch ist auch so eine kleine Einkerbung. Da kann man das dann einfach so rauf machen. Zack und fest. Kann man das noch... Das ist, glaube ich, nur so ein Schutz, ist das nur? Oder? Ne, Deko. Aber hier ist irgendwie was zum... Keine Ahnung. Und man kann es aber auch irgendwie wieder rausziehen. Ach, ah, dafür ist das Ding da. Wenn man hier rauf drückt, so, dann kippt sich das so alles... Wartet, ich zeig mal so, dass ihr das seht. Dann kippt sich das, seht ihr das, so nach vorne? Unten. Und hier innen drinne. Da seht ihr das. Das ist ja geil. Also das, also. So. Und fest. So. Dann kommen wir zum Herzstück des Staubsaugers an sich. Um vernünftig saugen zu können, braucht man auch eine vernünftige Bürste. So. Uppala. Alles sehr leichtgängig, muss ich gestehen. Also ich bin da jetzt gerade sehr überrascht von. Ah, hier kann man umschalten von Teppich. Also oben ist Teppich. Und unten ist für Hartfußboden. Aber wie kriegen wir das jetzt wieder? Ach, einfach nur zurück. Okay. Cool. Ich brauche natürlich, ich muss das so lassen mit der Bürste für Hartboden, weil bei mir überall Linoleum ist. Ich habe Linoleum und Fliesen, ich habe keinen Teppich in meiner Wohnung. Und hier, oh, hier sind Räder so ja dran. Dass er leicht mitrollt oder so, ist ja geil. Also ich bin echt extrem begeistert von diesem echt geilen Staubsauger, muss ich gestehen. So, jetzt machen wir das mal hier rauf. Achso, muss ich mal gucken, dass ich richtig bin. Hier ist auch wieder so eine Einkerbung. Und hier haben wir auch wieder so ein Teil. Zack, und drauf ist es, fest ist es. Und man kann es aber auch ganz leicht wieder abziehen. Mit einer Hand ist das gemacht. Also echt. Ja, das ist eine deutsche Markenfirma, Bosch. Also da kann man echt... Ja, echt sagen, ein echt geiles Gerät. Also ich bin momentan echt begeistert und baff. Die Füße sind tot, also der Staubsauger macht einen sehr stabilen Eindruck, ist sehr schwer. Er sieht stylisch richtig geil aus. Für einen Staubsauger sieht er wirklich geil aus. Er kann ich echt nicht meckern. Und die ganze Mechanik, die jetzt hier hinter steht, zack, bumm, das ist hier... Ihr kennt es ja nur vom Dirt Devil und von anderen Staubsaugern, so bis 100, 150 Euro oder über 150 Euro Spektrum. Das ist überhaupt kein Vergleich zu diesem Staubsauger. Ich werde mal das so machen, dass ihr mich auch dabei seht. So,
Also das ist überhaupt kein Vergleich zu dem Staubsauger hier. Das ist, ja, das ist so, als wenn man Trabi und ein Porsche vergleicht. Die normalen Staubsauger mit dem. Und den gibt es halt in verschiedenen Modellklassen. Ich werde mal auf jeden Fall versuchen, bei Bosch noch anzufragen, ob die mir mal leihweise oder halt, keine Ahnung, wie halt den anderen schicken können, weil den muss ich unbedingt testen. Und den will ich optisch mal in Realität sehen, weil der sah auf den Bildern schon geiler aus. Der hätte aber knapp 100 Euro mehr gekostet. Und so habe ich den halt genommen, weil der schneller abbezahlt, der hat auch Power. Konnte ich mir halt nicht leisten in dem Augenblick, weil der Umzug steht vor der Tür und so. Und ich wollte aber unbedingt den Bosch haben. Und Schatzi hat ihn und die ist auch so schwer begeistert von dem. Und die Rezensionen, die bei Otto drinne stehen, die ich habe mir, da stehen, boah, lass mich nicht lügen, 1200 und noch was Rezensionen drinne, wenn ich mich nicht verguckt habe. Und überwiegend 5 Sterne, selten mal 4 Sterne und wenn 4 Sterne, nur wegen dem Gewicht. Und ja, also das kann ja, da muss ja irgendwas dran sein. Deswegen, Schatzi sagt auch, der ist geil, also habe ich den jetzt geholt. Ich werde jetzt gleich damit saugen und mich mal überraschen lassen. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.